Wir sind heute unterwegs auf der neuen BMW S1000 RR. Das ganz neue Modell. Ich sitze drauf. Wieso sitze ich drauf? Annika ist stolze Besitzerin dieses schönen Motorrades. Und wir drehen heute eine kleine Runde. Auch wenn das Wetter nicht allzu viel verspricht, dachte ich mir, ich schnapp mal den Moment und setze mich auf dieses Teil. Und wir gehen gleich nochmal ordentlich rum. Aber wie ihr seht, es ist die neue, auch mit den Winglets und so. Und sie sieht wirklich bombastisch geil aus. Ein wunderschönes Moped mit allem drum und dran. Akras auch am Start. Hört sich richtig gut an. So rum. Und ihr seht auch schon alles, was das Bikerherz begehrt. Carbon ohne Ende und auch Handwärmer. Das heißt, es ist halt gerade auch jetzt nicht so warm. Bisschen kühl und deswegen lasse ich mir schön hier die Pfoten wärmen mit dem Ding. Es ist halt schön, was die Teile mittlerweile alles an Elektronik drin verbaut haben. Also wirklich richtig geil. Die Karre muss noch eingefahren werden. Ihr seht das auch hier oben. Die hat gerade mal... Mensch, wenn du ein bisschen weiter nach vorne fährst, dann ist auch nicht für den dritten Autofahrer wieder rot. Los, 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 ein bisschen nach vorne hier. Das kann ja nicht wahr sein. Genau, die muss noch eingefahren werden. Und bis zur 1000 Kilometer Inspektion bleibt dieser Bereich hier noch rot. Das finde ich halt super, super geil eigentlich bei BMW, dass man die quasi gar nicht in den roten Bereich drehen kann. Das heißt, es kann gar nichts passieren. Die da vorne sind sich auch nicht einig, ist jetzt rot oder nicht. Ach klar, ein U-Turn wollte ich auch noch machen, deswegen stand sie auch so weit hinten. So, genau, das heißt, jetzt weiß man, man muss die Karre einfahren, der Bereich ist nicht zu befahren und das geht auch gar nicht. Von BMW, von Haus aus, finde ich eigentlich ganz cool, weil sonst könnte das ja mal passieren, dass es aus Versehen einfach passiert. Guckt euch mal hier die schönen, sind es nicht Maiglöckchen? Ich kann mich mit Blumen überhaupt nicht aus. Meine Mutter würde mich jetzt rügen dafür. Wir sind in Hamburg unterwegs. Wunderschön hier an der Alster, wie ihr seht. Und ja, eigentlich muss ich mich mal ein bisschen zur Seite stellen, dass wir das Bike ein bisschen betrachten können. Also stehen wir jetzt vor dem wunderschönen Teil. Annika hat die M-Farbvariante gewählt. Gefällt mir richtig gut. Mit dem Weiß sieht das super sexy aus. Und dann natürlich mit dem Motorsport-typischen M-Farben hier mit diesem Hellblau, diesem Dunkelblau oder Lila und dem Rot. Richtig geil und wie schon vorhin angesprochen, Carbon ohne Ende. Wir haben hier vorne Carbon-Fender, wir haben hier Carbon-Seitenteile, wir haben hier M-Fußrasten mit Carbon-Schutz, hinten Schutzblech-Carbon, Carbon-Endkappe hier auf dem Endschalldämpfer. Andere Seite sieht noch krasser aus, da ist nämlich Carbon ohne Ende. Guckt euch das mal an, hier ist Carbon, Carbon, Carbon. Wahnsinn, richtig schön, gefällt mir extrem gut und ich muss auch sagen, was mir an BMW besonders gefällt, ist, dass sehr viele Motorteile, wie hier die ganzen Abdeckung, Deckel, alle schwarz sind, sowie Schwinge, Heckrahmen und so weiter, die Plastics, das alles hier, Gabelbrücke, das alles schwarz ist. Ihr wisst ja, früher oder die alten Bikes haben noch super viel Silber verbaut und auch hier ist es noch Motorblock und so weiter, viel Silber am Start, aber mir gefällt halt total das Schwarze. Richtig geil. Brotkasten leider auch drunter. Muss natürlich sein. Die neuesten E-Normen. Und, was ihr hier sehen könnt, wir haben sogar Carbon-Räder. Vorne auch Bremsanlage hier vom M. So geil. Carbon-Räder, das merkt man schon bei der kleinen Geschwindigkeit, dass sie einfach viel agiler ist und sich fallen lässt. Da reden wir gleich nochmal drüber. Und ihr habt ja auch wahrscheinlich die letzte BMW gesehen. Die hatte noch so einen riesen, ekligen Kennzeichenhalter. Das ist jetzt der Standard-Kennzeichenhalter. Und da muss ich sagen, der ist echt richtig geil, oder? Der ist echt kurz. Lichter sind hier drin verbaut. Wenn wir die Karre mal wieder anmachen, dann kann man sehen, das sind die Rücklichter. Das heißt, wir haben überhaupt kein Rücklicht, sondern quasi nur die Blinker. Finde ich richtig geil. Kennzeichen hätte man natürlich ein bisschen kleiner machen können, indem man eine Ziffer weglässt. So ist das. Pustekuchen. Ich bin völlig außer Atem hier. Vorne Winglets, die hier quasi so übergehen. Ne, designtechnisch. Geile, aggressive Designsprache. Sieht richtig, richtig sexy aus. Und so alles in allem, finde ich, habe ich auch schon in anderen Videos gesagt, ist die BMW einfach top-notch, was auch Design angeht. Also gehört mittlerweile wirklich zu den absolut oberklasse geilen Bikes da draußen.
und hört sich auch richtig angenehm an. Dafür, dass hier quasi nur ein Acra-Einschalldämpfer drauf ist und sonst Standard, erlaubt, legal, wenn wir das mal hören hier. Klingt richtig gut, oder? Dazu, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, im letzten Video hat man so ein bisschen gehört, dieses Frötzeln, ne, aus dem Motor. Frötzelt das so ein bisschen raus, aus dem Auspuff meine ich natürlich. Finde ich sehr geil, gefällt mir auch extrem. Geht natürlich noch mehr, wenn man einen anderen Auspuff hat, Nessie Project, ein Austin Racing oder so. Das kennt ihr ja auch aus alten Videos von mir, da war die BMW immer gut. Ist auch sehr geil. Dashboard super groß, übersichtlich. Wir sind jetzt im Race-Modus, weil da frötzelt sie richtig. Das war Annika wichtig, deswegen fahren wir sie im Race-Modus. Richtig witzig. Natürlich auch die M-Hebel und so weiter. Wir haben hier natürlich jetzt gegenüber der normalen Standard-Variante natürlich alles all-inclusive. Also hier ist alles draufgepackt, was man sich so wünschen kann bei diesem Bike. Hier auch natürlich Handguard-Schutz, ganz wichtig. Aber vor allem auch ganz hübsch. Und jetzt merkt man schon in dieser Kurve hier, in dieser kleinen, und das, ich meine das wirklich ernst, auch wenn der ein oder andere von euch wahrscheinlich jetzt lachen wird und denkt, als ob man das jetzt merkt, das merkt man jetzt, glaubt mir das, die Carbonräder. Das Motorrad ist so viel agiler dadurch und lässt sich so schön wendig rumwerfen. Natürlich auf der Rennstrecke wird das nochmal ein ganz anderer Schnack sein. Da wird man wirklich merken, was die Carbonräder alles leisten können. Lasst mich das jetzt nicht falsch sagen, weil ich physikalisch nicht so der absolute Chefboss bin. Schwungmasse, ist das Schwungmasse oder rotierende Masse oder so? Man hat auf jeden Fall weniger davon. Sucht es euch aus. Und deswegen lässt sich die Karre einfach sehr viel agiler schön rumwerfen. Ne? Hier schöne Kurve, zack. Lässt sich die Karre reinwerfen. Hier ist ein BMW-Kollege, aber natürlich grüßt er nicht, weil das ein Warnwesten-GS-Fahrer ist. Hätte man sich auch vorher denken können. Sehr geil. Und grundsätzlich, natürlich ist das jetzt kein extremer Test hier, weil wir fahren gerade in der Stadt von Ampel zu Ampel. Hier nehmen wir noch die Gelbphase mit. Natürlich ist die Karre weder eingefahren, noch fahren wir richtig auf Landstraße, noch auf Autobahn. Da muss man die Karre richtig testen. Und wenn man eigentlich ehrlich ist, warum blinkt der da vor uns eigentlich immer noch? Wenn man ehrlich ist, man kann sie auch erst richtig auf der Rennstrecke testen. Vielleicht kommen wir dazu bald. Ich werde auf jeden Fall, der blinkt immer noch, dass den das nicht stört. Mich würde das so stören im Auto, wenn das die ganze Zeit so klackt. Check ich nicht. Also wie gesagt, auf der Rennstrecke werden wir natürlich immer richtig Gas geben und da werden wir das Teil richtig an die Grenze bringen. Aber man muss schon sagen, ich sitze gerade mit meinen knapp 2 Metern da drauf sehr aufrecht und sehr gemütlich, finde ich. Also gerade Handgelenke und so macht mir das gerade alles gar nichts aus. Ich sitze da sehr entspannt drauf, aber könnte natürlich auch schön in diese Race-Position gehen. Also die BMW war schon immer so. Für große Motorradfahrer, gleich fliegt mir die Kamera da, die wedelt gleich sonst wohin. Also gerade für große Motorradfahrer war die BMW schon immer top. Ne, habe ich auch viel von anderen Leuten gehört, die groß sind. BMW sitzt man super drauf. Und ja, technisch kann ich natürlich jetzt nicht so ins Detail gehen, weil ich mich erstens nicht so viel auskenne. Zweitens, weil es mich auch ehrlich gesagt nicht so viel juckt. Die hat, glaube ich, ein bisschen weniger Endösgeschwindigkeit als die letzte und so. Interessiert keinen. Hauptsache, die sieht geil aus und die fährt sich geil und hat genug Bums. Ob die jetzt 2 PS mehr oder 4 Newtonmeter weniger oder so, interessiert eigentlich keinen Schwanz. Ich hatte das noch nie verstanden bei diesen Motorradzeitschriften, was da für ein Schrott steht mit Sitzhöhe in Millimetern und ja, die Schwinge wurde 2 Millimeter nach rechts versetzt und so. Das hat mich noch nie gejuckt. Deswegen ist es nicht irrelevant. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen da draußen. Dann ist das so. Dann lest euch das durch und wedelt euch einen drauf auf die Sitzhöhe. Wen interessiert es? Mich nicht. Für mich persönlich bleibt meine Ducati natürlich optisch noch so ein bisschen geiler. Also ich finde gerade so dieser italienische Stil, die Einarmschwinge hinten, ist auf jeden Fall noch ein bisschen geiler. Was bei der Ducati auch noch nicer ist, ist der Sound. Keine Ahnung, wie sie das hinkriegen, dass das legal ist. Die ist ja eingetragen mit 106 Dezibel oder so. Das ist absurd, wenn du die nebeneinander stellst, denkst du, die BMW ist noch nicht an. Auch wenn die hier auch schön klingt, ist die Ducati doch mit dem V4-Motor
schon geiler vom Sound. Gerade so niedrigtourig und im Stand. Auf der Rennstrecke bei der Fahrt merkst du es eigentlich gar nicht mehr so. Aber gerade so Stadt und so weiter, wo du eh nicht so viel ballerst, untenrum, die fängt halt erst so ab 8, 9 an, richtig geil zu klingen. Und da hört meine Ducati wieder auf, geil zu klingen. Und ja, man darf nicht vergessen, wenn man jetzt sagt, ja, Ducati, aber die kostet auch 35.000. Man darf nicht vergessen, so viel kostet die hier auch. Also mit den ganzen Anbauteilen und Extras und Carbonrädern und hier Carbon, da hier Sonderbremsen und hier Fußrastenanlage, da bist du auch über 30. Und dann spielst du auf einmal in der gleichen Liga mit. Also, boah, huhu, das war noch nicht knapp, aber es hätte knapp werden können. Eklig, solche Situationen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, da darf man nicht vergessen, in was für Ligen man sich mittlerweile befindet. Also es ist natürlich krass, was das hier für ein High-End-Gerät ist. Ne? Genauso wie die Ducati, das ist natürlich das Geilste vom Geilsten, was es auf dem Motorradbereich gibt im Sportlersegment. Natürlich, wenn man in Naked geht, wenn man in Adventure geht, dann ist es was ganz anderes. Aber ja, kleine Ankündigung gibt es noch, oder was heißt Ankündigung? Ich will euch ja immer up to date halten. Wir gehen weiter in die nächste Runde der Planung. Dieses Jahr mit Papa, die Reise, wollen wir ein bisschen länger als letztes Mal Norwegen machen und wie gesagt ein anderer Kontinent. Wo, verrate ich noch nicht. Wir sind da eh noch in der Findungsphase, aber wir sind da weiter am Plan und haben sowas Geiles rausgesucht. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das euch gefällt, wenn das dann inshallah hoffentlich stattfindet und klappt. Drückt uns die Daumen. Es wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht in dem Video zu sagen. Feedback-mäßig ist das Bike natürlich der absolute Hammer. Ich freue mich, wenn ich sie das erste Mal auf der Rennstrecke bewegen kann und dann für euch natürlich ordentlich und richtig testen. Aber wie gesagt, also Agilität fühlt sich jetzt schon krasser an als bei meiner Ducati. Und bei meiner Ducati hatte ich ja in Rijeka auch so ein bisschen Probleme beim Umlenken, gerade unter Last. Das heißt, während ich... Ja, kannst du mal auch den Blinker dann irgendwann setzen, wenn du schon 5 km/h fährst, ne? Opa oder Oma. Unglaublich, die Leute, wirklich. Wo war ich hingeblieben? Das hat mich jetzt so abgelenkt. Das ist immer unfassbar, wenn hier die Rentner los sind. Manche Leute... Du musst einfach für alle mitdenken. Gerade wenn du auf dem Motorrad sitzt. Boah, ist das gerade windig. Knallt jetzt richtig, jetzt knallt sie richtig raus. Das könnte man mal langsam hören hier im Mikrofon. Aber Mensch, Bus, ich bin doch jetzt schon da. Wo soll ich hin? Kann ich nicht Vollbremsung machen hier. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da waren wir stehen geblieben. Nächster Test dann mal richtig und dann auf der Rennstrecke. Das wird geil, da freue ich mich drauf. Werde ich natürlich besonders vorsichtig fahren, weil es Annikas Schätzchen ist, aber... Ich glaube, da wird man das doch noch so ein bisschen mehr testen können als hier. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen, wie immer ein Träumchen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Peace und haut rein in die Landratten.